Willkommen zu deinem 20-minütigen Yoga-Flow, um den gesamten Körper sanft zu dehnen, zu mobilisieren und zu kräftigen. Diese Yoga-Einheit ist für jeden geeignet, denn ich werde dir immer Optionen zeigen, damit du dir die Übungen immer für dich selbst anpassen kannst. Wenn du eine schnelle und einfache tägliche Yoga-Routine benötigst, ist dieser Flow perfekt für dich. Fordere dich immer gerne heraus, respektiere doch auch immer deine Grenzen und wenn du bereit bist, dann breite deine Matte aus und bis gleich. Hallo und willkommen auf deiner Matte. Wir starten im Fersensitz. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an, Handflächen zueinander, ausatmen, Hände vors Herz. Schließe hier gerne deine Augen, entspanne die Schultern und sitze aufrecht. Nimm hier ein paar tiefe Atemzüge und nutze diese Atemzüge, um auf deiner Matte langsam anzukommen. Atme ein, öffne deine Arme nach außen, lass sie nach hinten kreisen und verschränke deine Finger hinter dir ineinander. Bilde eine Faust und lege diese Faust an deinem unteren Rücken ab. Hebe dein Gesäß an, um dich in eine kniende Haltung zu positionieren und ziehe diese Faust nach unten, öffne deine Schultern, lasse jedoch deinen Kopf über deiner Hüfte. Tief einatmen, ausatmen, setz dich langsam wieder zurück auf deine Fersen ab. Lass uns diese Bewegung noch zweimal wiederholen. Hebe dein Gesäß an in eine kniende Haltung, ziehe die Faust nach unten, Becken nach vorn, Schultern öffnen, schau nach oben, tief einatmen und ausatmen, setz dich langsam wieder auf deine Fersen ab. Und noch einmal Gesäß anheben in unsere Kamelvariante, Becken nach vorne schieben, Faust nach unten, Schultern öffnen, sinke noch etwas tiefer als vorher, tief einatmen. Und ausatmen, setz dich wieder zurück auf deine Fersen ab. Positioniere dich zuerst in einem Vierfüßlerstand, bevor du dann dein rechtes Bein nach hinten öffnest und aufstellst und dich in eine modifizierte Side Plank positionierst. Deine rechte Hand ist abgelegt und dein linker Arm zieht lang nach vorn. Schaffe Länge in deiner linken Flanke, tief einatmen, zieh dich in die Länge. Achtung! Schieb dich mit deiner rechten Hand von der Matte weg, linke Hand auf deinem linken Bein ablegen, zieh den rechten Arm nach links tief einatmen. Achte darauf, dass du deine linke Hand nicht auf deinem Knie ablegst und ausatmen, zurück, rechte Hand ablegen, linker Arm zieht wieder nach vorn. Lass uns auch diese Übung noch zweimal wiederholen. Schieb dich von der Matte weg, Oberkörper anheben, zieh den rechten Arm lang nach links tief einatmen. Und ausatmen, rechte Hand ablegen, linker Arm zieht nach vorn. Und ein letztes Mal, schieb dich von der Matte weg, Oberkörper anheben, linke Hand ablegen, rechter Arm zieht zur Seite, schaffe Länge. Ausatmen, rechte Hand ablegen, hebe dein linkes Bein an für die Side Plank mit abgelegtem Knie, lege deine linke Hand an deinem Hinterkopf ab. Tappe deinen linken Ellbogen zum linken Knie. Bauch anspannen. Einatmen in die Länge ziehen. Ausatmen, Ellbogen zum Knie. Einatmen in die Länge, Bauch ist fest. Ellbogen zum Knie. Noch zweimal so. Einatmen in die Länge. Ausatmen, Ellbogen zum Knie. Einatmen in die Länge. Ausatmen, Ellbogen zum Knie. Alles anspannen und lösen. Den linken Arm nach vorne ziehen. Und die Seiten wechseln. Eine wunderbare Übung, um den gesamten Körper aufzuwärmen. Diesmal stellst du hinter dir deine linken Zehen auf. Dein linkes Knie ist abgelegt. Dein rechter Arm zieht nach vorn. Tief einatmen. Ausatmen. Schieb dich von der Matte weg. Oberkörper anheben. Rechte Hand auf dem rechten Bein ablegen. Der linke Arm zieht nach rechts. Und ausatmen, wieder zurück zur Mitte, den linken Arm ablegen, einatmen, der rechte Arm zieht nach vorn in die Länge. Ausatmen, schieb dich weg von der Matte, richte dich auf, die rechte Hand entweder auf deinem Oberschenkel oder Schienbein ablegen, dein linker Arm zieht zur Seite. Tief einatmen und zurück, noch ein letztes Mal, zieh den rechten Arm nach vorn, tief einatmen.
Und ausatmen. Noch ein letztes Mal nach oben schieben. Die rechte Hand ablegen. Linker Arm zieht nach rechts. Tief einatmen. Ausatmen. Die linke Hand ablegen. Dein rechtes Bein wird angehoben. Deine rechte Hand kommt an deinen Hinterkopf. Und erneut. Rechter Ellbogen kommt zum rechten Knie. Und in die Länge ziehen. Einatmen. Ausatmen. Ellbogen zum Knie. Einatmen in die Länge. Gib hier dein Bestes. Versuch hier, deinen Ellbogen zum Knie zu tappen. Wenn das nicht geht, dann Richtung Knie drücken. Und noch zweimal einatmen in die Länge. Und ein letztes Mal Ellbogen zum Knie. Einatmen in die Länge. Und lösen zurück in den Vierfüßlerstand zuerst. Und dann darfst du so bleiben, wie du bist. Ich zeige dir, wie diese Übung von vorne aussieht. Wir wollen unsere Schultern dehnen. Dabei darfst du deinen rechten Arm seitlich von dir ablegen, deinen Kopf nach links drehen und zu deiner linken Hand schauen, die vor dir aufgestellt ist. Versuche, deine Hüften über den Knien zu lassen und hier halten. Genieße diese Schulterdehnung. Versuche hier, deine rechte Schulter so weit nach unten sinken zu lassen, wie du kannst. Einatmen, lösen, hebe deinen rechten Arm an. Ausatmen, dreh dich ein, fädle deinen rechten Arm durch die andere Seite durch, rüber zur linken Seite und lege dich auf deine rechte Schulter ab. Dein Kopf bleibt auf der rechten Seite abgelegt. Also schaue weiterhin nach links zu deiner linken Hand, die vor dir aufgestellt ist, um dich zu unterstützen. Dreh dich hier schön ein. Und lösen, einatmen, noch einmal den rechten Arm anheben, ausatmen, ablegen. Lege nun den linken Arm seitlich von dir ab und schaue nach rechts zu deiner rechten Hand, die vor dir aufgestellt ist. Hier halten, versuche die linke Schulter so tief Richtung Matte sinken zu lassen, wie du kannst. Genieße diese Schulterdehnung. Und lösen, einatmen, hebe deinen linken Arm an nach oben, ausatmen, fädle den linken Arm durch, rüber zur rechten Seite, lege dich auf deiner linken Schulter ab und schau weiterhin nach rechts zu deiner rechten Hand. Hier bleiben, schön eindrehen, achte darauf, dass deine Hüfte über den Knien liegt. Und lösen, einatmen, hebe deinen linken Arm noch einmal an, ausatmen, ablegen. Kehre zurück in den Vierfüßlerstand und schiebe dich dann zurück in die Haltung des Kindes. Zieh die Arme lang nach vorn, ganz aktives Kind. Stirn ist abgelegt, nimm hier einen langen, tiefen Atemzug. Zieh dich noch einmal bewusst in die Länge und schiebe dich dann in deinen ersten herabschauenden Hund. Trete hier deine Beine aus, Beinrückseiten aufwärmen. Nimm dir hier die Bewegungen, die du gerade brauchst. Wenn du mehr Länge im Oberkörper schaffen möchtest, dann darfst du gerne auf deine Fingerkuppen gehen und mit deinen Händen zwei kleine Zelte bilden. Hier halten, in die Länge ziehen und die Handflächen wieder ablegen. Noch einmal tief einatmen, ausatmen, laufe in Mini-Baby-Schritten an den Anfang deiner Matte, beuge deine Beine, greife deine entgegengesetzten Ellbogen und lasse den Kopf locker herunterhängen. Für Ragdoll darfst du dich hin und her wiegen, wenn du magst, oder dich hier einfach nur locker herunterhängen lassen. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Und langsam lösen. Die Hände entweder auf der Matte oder auf deinen Schienbeinen ablegen. Langer gerader Rücken, tief einatmen in der halben Vorbeuge. Ausatmen. Ganze Vorbeuge, sinke so tief wie du kannst. Und rolle dich langsam ausatmend nach oben ins Stehen. Tadasana. Atme ein, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Handflächen zueinander. Ausatmen, Hände vors Herz, Samastiti. Verlagere dein Gewicht auf dein rechtes Bein, mache einen kleinen Schritt mit deinem linken Bein nach hinten, stelle deinen linken Fuß schräg seitlich ab und beuge dein vorderes Bein für den Krieger 1, zieh die Arme lang nach oben. Die Hüfte zeigt nach vorn, Bauch anspannen und öffne dich leicht im Oberkörper, wenn du magst. Tief einatmen, ausatmen,
Bringe die Hände Richtung Matte, Hände aufstellen und ganz langsam dein vorderes Bein ausstrecken, so weit wie du kannst. Gerne hier einen Knick beibehalten vorne im Bein, wenn du magst, oder lang ausstrecken. Bleibe oben mit einem langen, geraden Rücken oder ausatmen, beug dich nach vorn über dein rechtes Bein. Das ist eine sehr intensive Dehnung, das heißt, es ist eher für diejenigen unter euch, die etwas fortgeschrittener sind. Wenn du auf deine rechte Ferse magst, um die Dehnung noch mehr zu intensivieren, darfst du gerne die vorderen Zehen anheben von der Matte und noch einmal tief einatmen. Ausatmen, vorsichtig das vordere Bein beugen, die Arme wieder anheben, Krieger 1. Ausatmen, laufe wieder nach vorn, in Tadasana, finde hier wieder deine Balance, Hände vors Herz. Einatmen, hebe die Arme lang nach oben an, Handflächen zueinander, ausatmen, Hände vors Herz, Samasthiti. Fokussiere dich hier und mache dann einen kleinen Schritt nach hinten mit dem rechten Bein. Einatmen, die Arme nach oben, vorderes Bein ist gebeugt. Für den Krieger 1, schau, dass dein linkes Knie über dem Fußgelenk ist, damit du hier deine Gelenke schonst. Und beug dich leicht zurück, tief einatmen, ausatmen, Hände zur Matte. Ganz langsam und vorsichtig das vordere Bein ausstrecken, so weit wie du kannst. Wenn du magst, ansonsten behalte dir einen Knick bei. Und für alle, die mehr möchten, dürfen sich über das linke Bein beugen, so tief sinken, wie du magst. Wenn du mehr magst, wie gesagt, die vorderen Zehen anheben und auf die linke Ferse halten. Und vorsichtig bei deiner nächsten Ausatmung das linke Bein wieder beugen, die Arme anheben, für den Krieger 1 aufrichten. Finde deine Balance, nimm hier noch einen tiefen Atemzug. Und lauf nach vorn ins Stehen, Tadasana, der Berg. Einatmen, hebe die Arme lang über die Seiten nach oben an. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, Uttanasana, sinke tief. Einatmen in die halbe, lange, gerade Rücken. Ausatmen, Hände auf die Matte, laufe zurück, Plank. Finde deinen Weg zur Matte. Entweder ablegen oder Chaturanga ausatmen. Einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund, Urdhva Mukha Shivanasana. Ausatmen, herabschauender Hund, Adho Mukha Shivanasana. Nehmt hier einen tiefen Atemzug, bevor wir gleich weitermachen. Einatmen, hebe dein rechtes Bein an. Ausatmen, Knie zur Brust, rechtes Bein kommt nach vorn. Für den tiefen Ausfallschritt dein hinteres Knie ablegen und einmal die Arme anheben. Tief einatmen. Schau, dass sich dein vorderes Knie über deinem Fußgelenk befindet. Schiebe die Hüfte nach unten Richtung Matte. Und ausatmen, linke Hand auf die Matte. Dein rechter Arm zeigt nach oben. Für den gedrehten tiefen Ausfallschritt bleibe hier oder lasse deinen Arm mit mir kreisen über hinten nach vorne. Einatmen, ausatmen, kreisen lassen über hinten nach vorne. Und noch einmal einatmen, ausatmen, kreisen lassen über hinten nach vorne. Und langsam wieder die rechte Hand ablegen. Dreh dein linkes Bein nach hinten, stelle hinter dir die Zehen auf. Und wir befinden uns hier in einer Art Krieger-2-Haltung, nur mit abgelegtem Knie. Dann darfst du die Hände vors Herz, wir wollen hier eine dynamische Bewegung einbauen. Einatmen, strecke dein rechtes Bein aus. Ausatmen, rechtes Bein beugen, so tief sinken, wie du kannst, wie du magst. Und einatmen, so weit ausstrecken, wie du magst. Ausatmen, beugen. Einatmen, ausstrecken, ausatmen, beugen, einatmen, ausstrecken und noch ein letztes Mal beugen und dann darfst du die linke Hand zurück auf die Matte bringen, die rechte Hand kommt zurück und laufe nach hinten in die Plank-Position. Finde auch hier wieder deinen Weg zur Matte, ausatmen, Chaturanga oder ablegen, einatmen, kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. Schau Richtung große Zehen. Und einatmen, hebe dein linkes Bein an. Ausatmen, linkes Knie zur Brust. Linkes Bein kommt nach vorn. Für den tiefen Ausfallschritt dein hinteres Knie ablegen.
Zieh die Arme nach oben, öffne deinen Oberkörper leicht nach hinten, tief einatmen. Und ausatmen, bringe die rechte Hand zur Matte, dein linker Arm zeigt nach oben für den gedrehten tiefen Ausfallschritt. Und lass auch hier wieder gerne deinen linken Arm diesmal über hinten nach vorne kreisen. Einatmen, ausatmen, über hinten nach vorne kreisen lassen. Schöne große Kreise, noch einmal über hinten nach vorne kreisen lassen. Und die linke Hand kommt zurück zur Matte. Drehe hier wieder dein hinteres Bein ein, dass wir hier in einer Art Krieger 2 sind, nur mit abgelegtem Knie. Bringe die Hände vors Herz, um erneut in die dynamische Bewegung zu gehen. Das heißt, einatmen, Bein ausstrecken, ausatmen, linkes Bein beugen. Linkes Bein ausstrecken und beugen. Einatmen, ausstrecken, ausatmen, beugen. Noch zweimal so, einatmen, ausstrecken. Ausatmen, beugen und ein letztes Mal ausstrecken und beugen, ausatmen und bringe die Hände zurück auf die Matte und laufe zurück in die Plank. Ausatmen, dein Weg zur Matte, einatmen, kleine Cobra oder heraufschauender Hund, schau nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund, sehr schön, gut gemacht. Nimm hier noch einmal einen tiefen Atemzug. Und lege dann ganz langsam die Knie auf der Matte ab. Lass uns hier noch einmal in ein paar Kamelvarianten, das heißt, richte dich hier wieder auf in eine kniende Haltung. Wenn du magst, bringe deine Hände an die Hüften und die Daumen an deinen unteren Rücken und schiebe deine Hüfte bewusst nach vorn, Gesäß anspannen. Schultern zurück, Brust nach vorn und bleibe hier, wenn du magst. Oder verschränke die Finger hinter dir ineinander, zieh die Faust nach unten und öffne dich hier noch etwas mehr. Tief einatmen. Oder stelle die Zehen hinter dir auf und fürs volle Kamel lege die Hände auf deine Fersen ab, Hüfte nach vorne schieben, schau nach oben. Tief ein- und ausatmen. Und langsam lösen, gerne wieder die Hände an die Hüften legen. Und setz dich langsam zurück in den Fersensitz. Setze dich auf deiner Matte ab, bringe die Beine nach vorn. Lege die Hände hinter dir ab, um dich zu unterstützen. Und deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Versuche deine Brust Richtung Beine zu schieben, also hier schön aufrecht zu bleiben und die Schultern zu entspannen. Schau hier gerne nach oben, wenn du magst, oder schließe deine Augen und genieße hier diese ganz sanfte Dehnung für die Hüfte. Und ganz langsam lösen und wechseln, den linken Fuß aufstellen und den rechten Fuß auf den linken Oberschenkel legen. Dein rechtes Bein schön nach außen öffnen, Brust Richtung Beine so nah wie du kannst. Aufrecht bleiben, Schultern entspannen, halte. Gerne die Augen schließen und diese Dehnung genießen. Langsam lösen, dein rechtes Bein aufstellen, lege dein linkes Bein ab, sodass die linke Ferse an deiner rechten Hüfte ist. Bringe dein rechtes Bein rüber zur linken Seite neben deinem linken Oberschenkel. Einatmen, zieh den linken Arm nach oben. Ausatmen, umarme dein rechtes Knie mit dem linken Arm. Zieh dein Knie nah zu dir ran und stelle die rechten Zehen direkt hinter dir auf. Hier schön gerade bleiben im Rücken und schau über die rechte Schulter. Und langsam lösen und wechseln. Dein rechtes Bein ablegen. Deinen linken Fuß rüber zur rechten Seite neben den Oberschenkel bringen.
Einatmen, deinen rechten Arm anheben, ausatmen, dein linkes Knie nah ranziehen, umarmen, die linken Fingerspitzen direkt hinter dir ausstellen und schau zurück über die linke Schulter. Atme hier tief ein und aus, trotz Drehhaltung. Und ausatmen, zurück zur Mitte. Robbe an den Anfang deiner Matte und lege dich ganz langsam auf deinem Rücken ab. Lasse die Beine aufgestellt. Für unsere Schulterbrücke die Handflächen auf die Matte bringen. Und hebe ausatmend dein Becken an, Gesäß anspannen, hier bleiben oder verschränke die Finger unter dir wieder ineinander und hier halten. Nimm hier einen tiefen Atemzug und ausatmen, Becken ablegen. Zieh die Knie zu dir ran, greife mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deine großen Zehen und zieh die Knie Richtung Achselhöhle. Lasse dich hier hin und her wiegen, wenn du magst, in deiner Happy Baby Pose und versuche den unteren Rücken auf der Matte zu lassen. Und ganz langsam lösen. Zieh noch einmal die Knie zu dir ran. Umarme dich hier noch ein letztes Mal. Und langsam die Beine ablegen. Lasse die Füße locker auseinanderfallen. Die Arme befinden sich neben deinem Körper. Die Handflächen zeigen nach oben. Und nimm hier einen entspannten Atemzug. Tief in den Bauchraum ein- und ausatmen. Schultern entspannen. Kiefer entspannen. Stirn entspannen. Und nutze die nächsten Atemzüge in Shavasana. Du darfst gerne so lange in Shavasana liegen bleiben, wie du magst. Ich werde eine separate Shavasana-Praxis auf meinem Kanal hochladen, damit du sie jedes Mal, wenn du möchtest, nach deiner Yoga-Praxis üben kannst und dir wirklich Zeit dafür nehmen kannst, wenn du möchtest. Ansonsten bringe Bewegung in Hände und Füße. Zieh dich noch einmal in die Länge, die Arme über Kopf tief einatmen. Ausatmen, roll dich auf eine Seite, bleibe hier noch für einen kurzen Moment liegen. Und richte dich dann ganz langsam wieder auf ins Sitzen. Langer gerader Rücken, Schultern entspannen, Hände auf die Knie ablegen. Nochmal einen kurzen Moment nehmen, um hier wieder anzukommen. Und bei deiner nächsten Einatmung hebe deine Arme lang über die Seiten nach oben an. Handflächen zueinander, ausatmen, Hände vors Herz. Danke, dass du deine Praxis mit mir teilst. Von meinem Herzen zu deinem Namaste. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es dir gefallen hat. Gerne auch einen Kommentar, darüber freue ich mich immer sehr. Und wenn du noch mehr Inspiration möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram. Mein Name ist Art of Being AM. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du weitere schöne Yoga-Flows. Und ich hoffe, bis bald.